Hallo und herzlich willkommen zum Nutrilution Podcast. Heute im Interview mit Tina von Jakubowski, Yoga-Studio-Inhaberin des Yoga-Individualstudio in Aachen, Yogalehrerin und Ausbilderin für Vinyasa-Yoga und natürlich auch Personal-Trainerin für Yoga hier in Aachen. Dank ihrer Vision und der Idee von Ganzheitlichkeit gibt es heute Nutrilution und diesen Podcast. Was genau sie und auch ich hinter dem Gedanken der Ganzheitlichkeit und der ganzheitlichen Gesundheit verstehen, erfährst du in diesem Interview. Außerdem sprechen wir über den Zusammenhang von Ganzheitlichkeit und Yoga. Yoga ist eine Schnittstelle zwischen Schulmedizin, Körpertherapien und selbstbestimmten Heilungsprozessen. So laden wir dich ein, dich von diesem Interview inspirieren zu lassen und vielleicht ganz neue Gedankenwege anzuregen. Hör es dir auf jeden Fall bis zum Ende an und ganz viel Spaß. Los geht's! Herzlich willkommen, liebe Tina. Schön, dass du dabei bist im Nutrilution Podcast. Schön, dass ich hier sein kann. Wir sprechen ja heute über das Thema Ganzheitlichkeit und ja, im Rahmen deiner Yoga-Lehrertätigkeit schon seit vielen, vielen Jahren und auch als Ausbilderin beschäftigst du dich schon sehr lange mit dem Thema. Gleichzeitig hast du ja auch schon viel im Bereich der Ernährung auch gemacht, im Ayurveda, im TCM. Wie kam es, dass der Wunsch aufkam, Ganzheitlichkeit auch mehr und mehr in das Yoga-Studio, Yoga Individual hineinzubringen? Also zunächst mal liegt das Thema begründet im Yoga, würde ich sagen. Also das Wort Ganzheitlichkeit ist für mich fast gleichzusetzen mit dem Yoga-Lebensstil. Und das Wort Yoga bedeutet ja auch Verbindung. Und es geht darum, die Verbindung zu schaffen, einmal zum Bewusstsein, das wir haben für unseren Körper, für unseren Geist, für unser Herz, für unsere Seele, aber auch um die Verbindung, die wir nach außen schaffen, zu unserer Umwelt, zu den Dingen, die wir konsumieren, und da gehört Ernährung natürlich zu. Und die Ernährung bedingt die Yoga-Praxis, bedingt die Meditationspraxis total und unser Wohlbefinden im Endeffekt auch. Und es ist sehr naheliegend, denke ich, dass Ernährung und Yoga miteinander einhergehen. Und wir stellen auch immer wieder fest in unserem Yoga-Studio, dass die Leute wissensdurstig sind. Wie schaffe ich es, mich besser zu ernähren, mich mit meiner Ernährung wohler zu fühlen, was Gutes für meine Verdauung zu tun? Und ja, da ist im Endeffekt die Schnittstelle. Wir haben uns immer gewünscht, dass Ernährung Teil von Yoga Individual wird. Und mit Nutrilution ist da ein ganz, ganz wichtiger Schritt getan und auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Sehr schön. Das freut mich natürlich umso mehr zu hören, da ich ja Teil sein darf von Nutrilution. Ja, dank dir. Genau. Und ja, vielen Dank für diese schöne Einleitung und die ersten Ideen und auch Gedankenanregungen einfach, was Yoga auch alles noch ist. Denn ganz häufig wird ja auch Yoga nur mit, ich sag mal in Anführungszeichen, nur mit Sport in Verbindung gebracht. Und viele sehen Yoga dann auch irgendwo nur als Sport. Und da geht ja genau dieser ganzheitliche Gedanke auch weg. Was bedeutet jetzt der Begriff Ganzheitlichkeit für dich und deine Tätigkeit als Yoga-Lehrerin denn dann auch konkret? Ja, also ich glaube, dass genau da der Knackpunkt liegt. Du hast es schon angesprochen. Yoga ist nicht nur Positionen üben, Sport machen, Asanas üben. Und ich denke, den meisten SchülerInnen fällt das dann auf, wenn sie sich längere Zeit auf der Matte befinden, dass da irgendwie noch mehr sein muss. Und Yoga ist für mich, den Menschen ganzheitlich anzuschauen. Und somit ist Ganzheitlichkeit eben auch wieder Yoga oder Yoga-Lebensstil. Wenn jemand zum Beispiel ins Personal Training zu uns kommt oder auch eine Ausbildung macht, aber vor allem im Privatstundenkontext, dann sprechen wir primär über Yoga-Positionen. Das ist klar, und wir geben den Menschen bestimmte Yoga-Positionen an die Hand, die ihnen hoffentlich in ihrem Alltag helfen. Aber wir betrachten eben die Schüler auch im Kontext ihres Umfelds, ihres sozialen Umfelds, ihrer Arbeit, ihrer Ernährung, ihrer Lebensgeschichte und so weiter und so fort. All das können wir auch im Körper sehen der Menschen, wenn sie auf die Yogamatte gehen. Denn jeder bringt ja so seine Geschichte mit. Und
Ich glaube, je mehr man unterrichtet, umso mehr sieht man auch. Und je mehr man sich mit einem Menschen auseinandersetzt und der auch offen ist, umso mehr wird eben klar, dass es nicht nur um den Körper geht oder nicht nur um den Geist, sondern dass wir Menschen ganzheitlich sind. Und um gesund zu sein, wir eben nicht Facetten von uns abschalten können. Ne? Und ganz viele von uns leben in ihrem Alltag, fast nur in ihrem Kopf beispielsweise. Ne? Wenn du einen Job machst, wo du sehr wissenschaftlich vielleicht unterwegs bist, den ganzen Tag am Schreibtisch vor dem PC sitzt, nur in deinem Kopf unterwegs bist, dann vergisst du eventuell den Körper. Du vergisst aber auch dein Herz mal, deine Gefühle. Und irgendwann melden sich die fehlenden Komponenten, ne, und fordern ihre Bedürfnisse ein. Und mein Wunsch ist es eben, dass Menschen sich selbst ganzheitlich betrachten und im ersten Schritt natürlich erstmal sich selbst besser kennenlernen, ganzheitlich gesund sind, aber dann auch Ganzheitlichkeit nach außen tragen, ja, dass ich mir mal anschaue, wie geht's den Menschen, die um mich herum sind, was kann ich vielleicht gerade tun für mein Umfeld, um da gut zu wirken. Natürlich ist im Yoga auch immer Natur ein ganz wichtiger Aspekt. Und so hört es hoffentlich nicht nur bei einem selber auf, sondern sobald wir mit uns selber ein Stück weit im Reinen sind, können wir eben auch auf das Umfeld schauen. Ja. Und ja, das ist, was ich unter Ganzheitlichkeit verstehe. Ja, danke schön. Danke für dein Teilen und für deine Gedanken. Ich musste gleichzeitig, während du erzählt hast, auch an diverse meiner Yoga-Klassen denken und auch an Personal Trainings, wo wir nicht selten erleben, dass Schüler natürlich Herzensthemen zum Beispiel mit auf die Matte bringen, wo es vielleicht auch gar nicht nur um die Schüler, Schülerinnen selbst geht, sondern auch um die Familie, um den Beruf, um ja das soziale Umfeld. Und ich denke, dass wir gerade da auch als Yogalehrer einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten, die Leute tatsächlich eben als Menschen, als ganze, ganzheitliche Menschen zu sehen und auch abzuholen. Total, ja. Ja, und auch überhaupt Raum und Zeit für diese Gedanken und Erkenntnisse zu schaffen in einem ersten Schritt ist was ganz, ganz Wichtiges, was Yoga für Menschen bieten kann. Absolut. Stimme ich dir zu und kann ich so aus meiner bisherigen Tätigkeit auch nur bestätigen. Und oftmals profitieren die Schüler aus meiner Sicht auch erst dann so richtig von Yoga oder es macht dann erst so richtig Klick, was Yoga wirklich ist und was es für ein Potenzial hat, wenn auch diese vielen verschiedenen anderen Bereiche mit beleuchtet werden. Also wie beispielsweise auch in der Yogalehrerausbildung, die du ja auch unterrichtest, wenn den Trainees Ernährung, die Hands-on, ja, der Körperkontakt auch zum Schüler beispielsweise gezeigt wird oder auch in Philosophie-Themen hineingegangen wird. Auch da haben wir ja wieder so diesen ganzheitlichen Aspekt, diesen Rundumschlag in alle Lebensbereiche. Absolut. Natürlich ist Yoga auch kein Allheilmittel. Also ich möchte das jetzt auch nicht auf den allerhöchsten Sockel stellen, obwohl ich selber mein Leben natürlich dem Yoga verschrieben habe. Es braucht für gewisse Themen auch immer Experten, wie jetzt eben dich im Bereich Ernährung bei uns. Aber wenn eben auch ja gesundheitliche starke Einschränkungen auftreten, dann gibt es halt eben Fachpersonal aus dem Bereich der Medizin, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und das Yoga darf dann gerne ergänzend dabei sein. Aber leider ist es kein Allheilmittel. Kurze Unterbrechung für Werbung. Hi, Daniela hier. Wusstest du, dass ich selbst lange nicht verstanden habe, warum ich trotz gesunder Ernährung und regelmäßig Bewegung im Alltag nicht topfit und voller Lebensfreude war? Gesunde Ernährung war für mich lange anstrengend, langweilig und mit Verzicht auf Genuss verknüpft. Nach mittlerweile 10 Jahren Erfahrung und Weiterbildung habe ich gelernt, wie es auch anders geht. Du möchtest auch eine gleichzeitig gesundheitsförderliche und genussvolle Ernährung in dein Leben integrieren? Dann klicke auf den Link in den Shownotes für mehr Infos und kontaktiere mich ganz unverbindlich mit dem Stichwort Ernährungsberatung. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ja, wie ist denn dein Eindruck? Also du unterrichtest ja auch schon sehr, sehr lange, auch im Privatstundenbereich. Mit Sicherheit hast du da auch schon die ein oder anderen Schüler und Schülerinnen dabei gehabt, wo es einfach eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachpersonal gebraucht hat.
Ja, vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben oder auch erklären und erzählen, wie so dein Eindruck ist, deine persönliche Meinung, wie die Zusammenarbeit auch funktioniert. Sehr gerne. Tatsächlich ist das ein Thema, das ich als sehr aktuell einschätze, weil ich glaube, dass wir da an einer Art Wendepunkt aktuell im Gesundheitssystem in Deutschland stehen. Oder ich hoffe, dass wir an diesem Wendepunkt stehen. Es gibt immer mehr Schüler, die eben zu uns kommen und Privatstunden wahrnehmen und gleichzeitig in Zusammenarbeit sind mit einem Psychologen, mit einem Osteopathen, natürlich mit einem Hausarzt. Und das Schwierigste für diese Schüler ist, gerade wenn sie sehr krank sind, wenn sie auch nicht so viel Kraft haben, ihr Leben zu organisieren, sage ich mal, immer wieder zu vermitteln zwischen den einzelnen Stellen, ne? Also hinzugehen, wer ist denn mein Psychologe, wer ist denn mein Osteopath und wer ist mein Yogalehrer, mein Ernährungsberater, und dann überall immer zu erzählen, was die jeweils andere Instanz gesagt hat, und die Termine zu koordinieren und im ersten Schritt überhaupt erstmal die richtige Person zu finden, die einem helfen kann. Also ich empfinde es so, dass es sehr anstrengend für die Menschen ist, ganzheitliche Gesundheit zu koordinieren aktuell. Und dass das viel Energie aus der Heilung und Genesung herausnimmt im Endeffekt, wo diese Energie ja eigentlich gebündelt sein sollte. Und ich würde mir wünschen, dass das Gesundheitssystem immer ganzheitlicher wird. Und da sind wir hier und da schon auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Ich habe viele Ärztinnen mit ausbilden dürfen, die eben auch gesagt haben, sie wünschen sich eigentlich Krankenhäuser, die so richtige Zentren für ganzheitliche Gesundheit sind, wo eben diese verschiedenen Aspekte der Gesundheit abgebildet werden und bedient werden und Heilung auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Aber es ist halt noch nicht wirklich die Realität. Ich glaube, es gibt ein paar Privatkliniken inzwischen in Deutschland, aber es müsste immer selber bezahlt werden. Es ist sehr teuer, wenn du eben auch mal Alternativmedizin im Endeffekt mit einbeziehen möchtest, wie Ayurveda oder TCM oder etwas ganz anderes, ne? Und da ist auch jeder Patient oder jeder Schüler anders, was er braucht oder was sie braucht. Ja, ja. Es müsste also viel individualisiertere Wege geben und ja, irgendwo eine zentrale Anlaufstelle auch, oder? Wo dann, ja, oder so ein Netz, wie sich eben die verschiedensten Therapeuten, Berater, Coaches, Ärzte, Ärztinnen miteinander verknüpfen könnten. Oder genau. Was glaubst du, müsste sich irgendwie ändern? Wie stellst du dir das vor in deiner Traumwelt, sag ich mal, wie so eine Vision, die du jetzt malen könntest vor deinem inneren Auge? Was müsste sich ändern? Wie sähe das aus? Also ein Netzwerk ist, glaube ich, schon ein sehr guter und sehr realistischer erster Schritt. Nutrilution beispielsweise ist ja auch schon ein kleines Netzwerk. Stimmt. Ne? Wo wir schon mal Yogalehrer an der Hand haben und Ernährungsberatung an der Hand haben. Wir haben eine Schulmedizinerin mit dabei, die uns berät. Und es darf jetzt ja noch weiter wachsen. Und sowas könnte es im Großen geben, ne? Dass man erstmal in Form einer Website beispielsweise aufgebaut ist als Netzwerk und sich dort vorstellt, und der Patient oder die Patientin, der Yogaschüler, die Yogaschülerin können sich dort eben umschauen und verschiedene Teams zusammenstellen auf Grundlage gewisser Suchkriterien, und diese Teams passen dann eben zum eigenen Krankheitsbild, zum eigenen Bedürfnis. Das wäre, glaube ich, etwas, was sich relativ leicht umsetzen lässt im Vergleich zu einem tatsächlichen Zentrum der Gesundheit in Form eines Krankenhauses, stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor, aber auch machbar. Das wäre natürlich so der nächste Schritt, der traumhaft ist, dass eben da so eine Zusammenarbeit stattfinden kann. Und ja, auch da ist natürlich sehr viel erstmal von den Menschen selber abhängig, die Patient oder Patientin sind. Der erste Schritt ist ja, dass du selbst überhaupt hingehst und sagst so, ich nehme jetzt mein Gesundwerden selbst in die Hand
Und ich suche mir eigenverantwortlich die Dienstleister, die zu mir passen und bin auch bereit, im Moment, so wie es gerade ist, dafür etwas zu zahlen und suche eben diese Dienstleistungen auf, neben dem, was die Krankenkasse übernimmt, in Form von Schulmedizin. Das ist so die eine Seite, die Eigenverantwortlichkeit der Patienten und Patientinnen. Und das andere, was ich auch sehe, ist der respektvolle Austausch im Bereich des Fachpersonals. Da kennst du dich ja jetzt schon ein bisschen besser aus dem Studium aus, sogar als ich, glaube ich, weil sehr viele sehr respektvolle Menschen zu uns in unsere Yoga-Bubble ins Studio kommen. Ja. Was ich total toll finde, aber ich weiß, dass der Diskurs da draußen anders aussieht. Diese Anerkennung der verschiedenen Leistungen, die eben ein Arzt, ein Therapeut, ein Bodywork, ein Ernährungsberater, Trainer, Yogalehrer und so weiter bietet, die ist aktuell, finde ich, noch nicht hoch genug. Und da dürfte es noch mehr Austausch geben, mehr Offenheit, mehr Zusammenarbeit und auch nicht immer so diese Denke von wegen, du nimmst mir jetzt vielleicht meinen Patient, meinen Schüler weg, sondern eher, wie können wir denn gemeinsam was Starkes, was Kraftvolles aufbauen, das funktioniert. Ja, genau. Total. Also da, wie du gerade schon angesprochen hast, stimme ich dir total zu. Der Yoga-Bereich ist auch für mich immer so ein ganz herzlicher Bereich, wo ganz viel Dankbarkeit und Anerkennung auch vom Schüler, der Schülerin eben zum Lehrer und Lehrerin kommt. Ja, und wenn wir dann in andere Bereiche gehen, sei es jetzt Ernährung, sei es irgendwie Sport, sei es Athletiktraining oder auch mit Ärzten später. Ja, da wird es manchmal ein bisschen schwieriger. Die Zusammenarbeit ist nicht immer ganz so einfach. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es ganz, ganz viele tolle Therapeuten, Ärzte und Trainer gibt, die wirklich auch an der Zusammenarbeit und an der Interdisziplinarität interessiert sind. Ja, und weil sie eben auch erkennen und weil sie sehen, dass das einen deutlichen Mehrwert bringt für den Patienten, die Patientin, und dass wir damit dem Menschen am Ende so viel besser helfen können. Und das ist ja eigentlich unser aller Ziel. Ja, also wir machen das ja, um den Menschen wirklich zu helfen und nicht um uns zu bereichern. Ich glaube, wenn das die Intention ist, dann ist jemand im falschen Bereich oder hat seinen Beruf irgendwo nicht ganz aus den richtigen Intentionen gewählt. Und ich möchte jetzt gerne allen Kollegen und Kolleginnen unterstellen, dass wir natürlich für den Menschen da sind. Und ja, da glaube ich, braucht es tatsächlich auch einfach noch ein bisschen leichtere Strukturen vielleicht auch und ein verändertes Mindset generell. Es darf sich noch ein bisschen entwickeln hin zu, wir arbeiten zusammen für den Patienten, die Patientin und nicht gegeneinander, um ja Menschen abzuwerben. Ja, und am Ende ist das auch der nachhaltigere Weg, ne? Weil wir, wenn wir uns mit jemandem sehr intensiv beschäftigen und demjenigen auch beibringen, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, den eigenen Körper wirklich zu kennen, auch nicht nur eine Physiotherapie von extern quasi machen, sondern auch noch ein paar Übungen an die Hand geben, die derjenige selbstbestimmt machen kann, beispielsweise jetzt einfach nur oder Gerichte demjenigen beibringen zu kochen, die eben langfristig dafür sorgen, dass man gesund bleibt und dass das Verdauungssystem gut funktioniert und so weiter, dann hat man einen ganz tollen, dauerhaften Effekt. Und derjenige erfordert vielleicht einmalig relativ viel Zeit und Energie. Aber langfristig wird derjenige nicht so sehr das Krankenkassensystem belasten, sage ich jetzt einfach mal, wie wenn diese Person immer, immer wieder krank wird, ne? Weil nicht genug Raum und Zeit war, sich wirklich mit dem Thema Heilung zu befassen. Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Eigentlich bräuchte es ja dann keine Krankenkasse im Optimalfall mehr, sondern eher eine Gesundheitskasse, sodass die Menschen einfach daraus schöpfen können, sich selbst gesund zu erhalten, sich selbst um
ihre persönliche, individuelle Gesundheit ja eben auch zu kümmern. Denn ja, im Endeffekt weiß ja auch einfach nur jeder Mensch von sich selbst am besten, was er braucht. Normalerweise mit der richtigen Körperwahrnehmung und Achtsamkeit, oder nicht? Ja, total. Ja, ja. Gesundheitskasse ist ein sehr schöner Begriff in dem Zusammenhang. Das Krankenkassensystem ist ein interessantes in Deutschland, sage ich mal, was nicht nur negative Seiten hat, das ist völlig logisch. Ich finde es zum Beispiel toll, dass inzwischen auch viele Yogakurse eben übernommen werden, aber was halt nicht übernommen wird, beispielsweise jetzt aus unserem Bereich, sind Yoga-Privatstunden. Und es gibt doch oftmals SchülerInnen, denen wir total gut helfen könnten im Privatstundenbereich und die aber nicht in der Lage sind, eben diese Kosten selbstständig zu tragen. Und da würde ich mir wünschen, wenn ich das jetzt einfach mal so hier sagen darf, dass die Krankenkassen da noch viel individueller auf eben diese Pakete schauen, die sich ein Versicherter, eine Versicherte selber schnürt für ihre, seine Gesundheit. Und dann schaut so, was übernehmen wir denn und warum könnte das Sinn machen? Und eventuell eben auch nochmal Rücksprache mit dem jeweiligen Anbieter halten, um genauer unter die Lupe zu nehmen, welche Qualität hat das denn eigentlich, was derjenige da anbietet? Meinetwegen auch die Nachhaltigkeit, den Effekt irgendwie überprüfen nach einer gewissen Anzahl Stunden. Das ist etwas, was ich in diesem Bereich auch durchaus mal im Yoga-Bereich als sinnvoll erachte. Ja, wir haben ja normalerweise im Yoga nicht so eine ganz starke Output-Orientierung, sage ich mal. Aber eine gewisse Messbarkeit in den Maßnahmen, in den Yoga-Positionen, die wir jemandem geben, eine Messbarkeit in dem Bereich, welche Atemübungen, welche Meditationen wir jemandem mitgeben, die ist schon da, ne? Also die Menschen merken selber, ob ihnen das hilft oder nicht und können das einordnen. Manche Dinge lassen sich tatsächlich messen. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Privatschüler, der mich im Rahmen der Rauchentwöhnung aufgesucht hat. Und vor dem Yoga hat er in sein Röhrchen da geblasen, um das Atemvolumen eben zu checken und zu schauen, wie viel Raum habe ich, wie lange kann ich ausatmen. Und dann hat er nach den Yoga-Übungen wieder in sein Röhrchen geblasen und geguckt, was hat's denn jetzt eigentlich gebracht, dass wir diverse Atemtechniken geübt haben, dass wir Raum geschaffen haben für Zwerchfell, für Lungen und so weiter. Und da war wirklich eine Messbarkeit vorhanden. Und so können Krankenkassen meinetwegen auch gerne hier und da stärkere Qualitätschecks machen und sich überlegen, ob sie nicht doch die ein oder andere Maßnahme für jemanden übernehmen, wo das eventuell genau Teil des Wegs ist, ne? Ja. Beeindruckendes Beispiel. Ja, ja, das, da muss ich gestehen, da am Anfang war mir da ein bisschen flau. Aber ich habe mich dann daran gewöhnt, dass er das jedes Mal gemacht hat. Und das war am Ende auch wirklich toll für mich zu sehen, auf so einem Röhrchen wert dann am Ende, ah ja, okay, es bringt wirklich was. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg hier. Ja. Schön, schön. Und ja, das ist ja auch wiederum ein sehr schönes Beispiel für das Thema Ganzheitlichkeit, ne? Wenn man so ein Thema wie Rauchen jetzt annimmt, dann hat das ja eben nicht nur im Bereich des Lungenvolumens eine Auswirkung, sondern man verändert da ja ganz viel auf verschiedenen Ebenen im Leben. Ja, also da hat man ja häufig auch den Zusammenhang zur Ernährung, dass Menschen, wenn sie versuchen aufzuhören zu rauchen, vermehrt Heißhungerattacken bekommen und so weiter. Und ich glaube, wenn da eben auch alle Disziplinen zusammengreifen, kann man da für die Menschen einen großen Benefit einfach leisten. Absolut. Genau. Ja. Ja, und da kommen wir dann auch schon mit diesem Beispiel so langsam zum Ende und ich möchte gerne mich ganz herzlich an dieser Stelle schon mal bei dir bedanken für die vielen spannenden Eindrücke und auch Gedankengänge, die du mit uns geteilt hast. Sehr gerne, danke dir. Und zum Ende einer jeden Podcast-Folge in unserem Nutrilution-Podcast möchten wir in so 2, 3 kurzen Stichpunkten nochmal zusammenfassen, was genau kann der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt mit Ganzheitlichkeit in
dem Alltag anfangen? Wofür habe ich jetzt Lösungen in meinem Alltag durch Ganzheitlichkeit? Also ich würde sagen, die Ganzheitlichkeit sorgt erstmal für eine nachhaltige Gesundheit für einen selbst. Ja, und ich möchte so ein bisschen umlenken auf drei Aspekte, die vielleicht jeder jetzt schon als Lösung für sich im Alltag nehmen kann, um eben ja ganzheitlich gesünder zu sein, gesünder zu werden. Ja, sehr also gerne. Dinge, die jeder von uns jetzt schon machen kann und ich glaube auch relativ einfach machen kann und so hoffentlich auch diesen Prozess, dieser Wendepunkt, der gerade da ist im Bewusstsein der Menschen, dass wir mehr für uns tun müssen, dass unser Gesundheitssystem sich eben ein bisschen verändern darf, das eben auch unterstützen. Das Erste, was ich als ganz wichtig erachte, ist erstmal Raum und Zeit zu schaffen. Raum, sich eine Yoga-Umgebung schaffen, eine Yoga-Praxis, eine Praxiszeit, aber auch Raum für sich, um dann im zweiten Schritt sich selbst neu zu denken, nämlich, dass wir ganzheitliche Wesen sind, dass wir mehr als unser Körper sind, mehr als unser Geist, vielleicht sogar mehr als unser Herz, wenn man in die Yoga-Philosophie reinschaut. Und das Dritte ist es, die Verbindung zu anderen Menschen zu suchen, so wie wir das jetzt hier gerade getan haben und über Themen der Ganzheitlichkeit miteinander zu sprechen, wirklich in den Austausch gehen, sich selbst hinterfragen, die Umgebung hinterfragen, das Gesundheitssystem auch immer wieder hinterfragen und durch diese Diskussionen in liebevollen Umgebungen, in respektvollen Umgebungen eine Veränderung mit anstoßen. Das wären so die drei Aspekte, die jeder jetzt schon mit angehen kann für sich selbst und auch für unsere ganzheitliche Gesundheit in Deutschland. Ja, so, so schön. Ganz lieben Dank. Ich bin sehr inspiriert gerade tatsächlich. Ja, ich bin ganz sprachlos. Vielen Dank, liebe Tina. Danke. Wir werden uns mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal über, ja, vielleicht auch Ganzheitlichkeit, über dieses Thema, was über das Herz hinausgeht, in diesem Podcast unterhalten. Von daher freue ich mich auf ein Wiedersehen und ja, vielen Dank. Dieses Interview hat mich persönlich sehr inspiriert und hat mir einige neue Gedankenanstöße mitgegeben. Ich hoffe, es ging dir genauso und du konntest hilfreiche Tipps für deinen Alltag und deine Gesundheit mitnehmen. Wir freuen uns über dein Feedback und wenn du uns unterstützt, mehr Menschen zu Energie und Wohlbefinden zu verhelfen. Bewerte gerne diese Folge bei iTunes oder jeder anderen Plattform deiner Wahl. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie auch gerne weiter an Freunde und Bekannte, teile sie auf deinen Social-Media-Plattformen und um keine weitere Folge mehr zu verpassen, abonniere auch gerne den Podcast. Die Shownotes und alle weiteren Infos zur Folge findest du auf dem Nutri-Blog unter www.nutrilution.de/nutriblog. Den Link dorthin findest du auch in der Beschreibung zur Folge hier auf deinem Streaming-Kanal. So, so schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dich auch das nächste Mal wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Bleib gesund und bis dahin, deine Daniela.